Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Es macht mir immer wieder Freude, mit Menschen über den Glauben zu sprechen, mich auch ansprechen zu lassen. Was bewegt dich? Warum bist du diesen Weg gegangen? Mir würde das schwer fallen. Es gibt ein wichtiges Beispiel im Evangelium von diesem Herodes, der Jesus schon irgendwie kennenlernen wollte, der sich aber verführen, ablenken ließ von Dingen, die auch in unserer Welt heute noch eine Rolle spielen und eine Ablenkung für unser Leben und für unseren Glauben darstellen können. Es kam die Tochter der Herodias und tanzte, und sie gefiel dem Herodes und seinen Gästen so sehr, dass der König zu dem Mädchen sagte: Verlange von mir, was du willst, ich werde es dir geben. Am Ende musste Johannes der Täufer seinen Kopf dafür hinhalten, ganz im wörtlichen Sinne. Herodes, er hat nicht auf sein Herz gehört, er hat sich ablenken und verführen lassen. Hätte er auf sich selbst vertraut und auf sein Herz gehört, hätte er Jesus kennengelernt und die Geschichte hätte womöglich eine andere Wendung genommen. Doch Herodes, er ließ sich ablenken und verführen. Kennen wir das womöglich auch aus unserem Leben? Dass unser Herz uns die richtige Richtung weist, wir uns aber ablenken lassen? Lassen wir uns von den Ablenkungen in unserem Alltag nicht auf der Nase herumtanzen, wie die Herodias vor dem Herodes tanzte, sondern vertrauen wir auf unser Herz, denn in ihm will Gott wohnen und er zeigt uns die Richtung. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, so viele Dinge können uns im Alltag ablenken vom Wesentlichen, von dir. Hilf uns, dass wir uns nicht von den Dingen ablenken lassen, die uns wegziehen wollen von dir, sondern dass wir auf unser Herz hören, in dem du wohnen willst und das uns den Weg zu dir zeigen will. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.